Recht herzlich willkommen zur 35. Folge von Stellaris. Ja, wir machen ja hier irgendwo eine Dingens, sag schon, eine Kolonie. Sind wir am Kolonisieren den Planeten hier? Das dauert nicht mehr lange, da haben wir das geschafft. Ne? Hier ist schon umgebaute Schiffsunterkunft. Die sind wir schon kurz davor. Dauert nicht mehr lange. Der war, also haben wir schon gesehen. Alles klar, dann kann das auch weg. Okay, letztes Mal mal reformiert unser System. Jetzt sind wir Imperialisten. Jetzt müssen wir weiter gucken, wie wir auch vorankommen. Oh, hier schon voll, ne? Naja, können wir vielleicht demnächst was ausbauen irgendwo. Auslauflager 1000. Monatlicher Zugewinn plus 2. Ja, es läuft eigentlich, ne? Hier könnte mehr sein, ist auch klar. Ja, müssen wir gucken. Das ist fast fertig. Was haben wir hier? Können wir für 30 kolonisieren? Oh, was geht hier ab? Zu viele Koloniesysteme. Okay. Ist ja auch schön, dass man das jetzt erfährt, ne? Oh, jetzt geht's hier rund. Gut, ist Pause drin, ein neuer Kontakt. Okay, interessant. Neues Weltraumreich, das sind diese. Kenne ich nicht. Oklani. Theocracy of Oklar Prime. Okay, schön für euch. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Teilaufgaben. Der Sam 3 ist kolonisiert. Das ist der, das will ich aber doch. Habe ich den jetzt kolonisiert? Nein. Das war doch der hier. Ändern. Kein Gouverneur. Rekrutieren wir jemanden? Brauchen wir 50? Haben wir auch schon. Was haben wir denn hier so Schönes? Anpassungsfähig. Architektonisches Interesse. Architektonisches Interesse, okay. Robust. Und hier ist noch mal robust. 25 Jahre plus. Alter. 42 das Jüngste, 49 das Älteste. Tendenziell den oder den, robust, wie gesagt. Sternefähigkeiten sind 1. Asara, Alter 42, anpassungsfähig, ja. Architektonische Interessen. Robust, robust. Architektonische Interessen wird bedeuten: Baukosten planetar minus 10, Gebäude, Baugeschwindigkeit plus 10. Und hier war. Anpassungsfähig, Erfahrungszuwachs, Anführer plus 15. Was soll da jetzt für uns gut sein? Das ist die Frage, ne? Tendenziell neige ich dazu, diese Person zu nehmen, einfach weil die halt 25 Jahre länger da ist, ne? Zack. Verfügbar. Also, die anderen sind ja nicht verfügbar, ne? Nein. Haben wir die Dame. Baudauer. Okay. Oberfläche. Okay, da ist auch schon jemand jetzt. Und da kann man schon was bauen, ne? Ich will jetzt einfach mal diese Farm hier bauen, ne? Was blinkt denn da? Alpha. Tja. Warte, machen wir mal gerade Pause. Was will der jetzt von uns? Das assasische Volk sollte nicht dem Assar administrativ.
Wo sind die denn bitte schön? Das ist die Frage erstmal, ne? Asarische Volk. Verstehe ich jetzt nicht, was die von mir wollen, aber ich stimme das mal zu. Wunderbar, ne? Zu viele Koloniesysteme haben wir immer noch. Sektoren zuteilen müssen wir da machen. Das ist Rivalität zwischen denen und denen. Interessiert uns jetzt nicht wirklich, ne? Und das auch nicht. So. Sektoren. Sind das denn hier Observatorium? Und hier kann man auch noch was machen. Nee, doch nicht. Schade. Neuer Sektor erstellen. Ja, würde ich jetzt sagen, dies ist ein Sektor, oder? Kann man das machen? Und der. Nehmen wir den noch dabei? Nee, ne, oder? Ach, jetzt können wir das nicht mehr wegmachen. Rechtsklick? Auch nicht. Schade, ne? Aber das wäre ein Sektor. Mehr geht nicht. Ich das schließe. Schade. Tja. Was können wir hier machen? Industrieller Sektor aufbauen. Da steht's. Sektor aufgebaut. Keiner. Es gibt ein Limit dafür, wie viele Planeten Sie direkt kontrollieren können. Diese Limits finden Sie in der Oberleiste. Überschreiten Sie sie, führt dies dazu Abzügen. Sektoren sind teilautonom und verwalten die Planeten, die ihre. Zum Erstellen eines neuen Sektors gehen Sie zur Ansicht planetarer Sektoren. Indem Sie in der Dropdown-Liste in der Oberleiste auf das Zubehörsymbol klicken oder F5 drücken. Sektor, ja. Die Sektor, sehen Sie ein System aus, in dem wir. Okay. Oben sollte das sein. Aber wo? Hier wahrscheinlich, ne? Planeten da. Und da kann man einen Sektor erstellen. Sektor verwalten, Sektor löschen wäre mir erstmal recht, weil der war ja jetzt nicht so der passende, ne? Anführer zuweisen, zustimmen. Dann das zumachen. Steht jetzt auch nicht hier der Anführer. Sektor einstellen, Sektorfokus auswählen. Weltraumkonstruktion. Ja, lassen wir das so. Sektor Mineralienbeitrag. Oh, da sind so schwere Sachen wie dabei, ne? Was passiert jetzt hier? Das ist die Frage. System entfernen. Ach, jetzt ist es blau geworden. Wenn ich das entferne, hat mich das jetzt mal gerade eben 25 gekostet. Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Komm, wir machen das wieder dazu. Haben jetzt 25 in den Wind geschossen, weil wir keine Ahnung hatten. Okay, das ist aber jetzt ein Sektor und den verwalten wir jetzt.
Rückkehr zum normalen Kartenmodus. Ja, gut. Planeten, Sektor, Anführer hatte ich schon gemacht. 8 von 12 Anführer. Jetzt haben wir hier Neuentwicklung und Weltraumkonstruktion. Okay, das gefällt mir ja schon mal. Was ist das? Auch so, das kann man hier so einstellen. Alles klar. Sektor Energiecredits Beitrag. Position 2 ist das. Hier sind jetzt 3 plus, ne? Und hier Mineralien sind da zu machen. Ja, schicken wir Mineralien, um den Wachstum zu. Geht aber irgendwie nicht, oder? Doch, hier wird's mehr, ne? Und wie kann ich es wieder runter machen? Gar nicht. Auch schön, ne? Aber schickt denen das jetzt mal. Energiecredit schicken, ist klar. Ist das 43? Ach so, das sind hier die monatlichen Geschichten, das sind die Einmalgeschichten. Wie verstehe ich das? Gut. Sektor verwalten. Ach so, dann könnte ich das ändern. Das ist das Sektor verwalten. Haben wir jetzt. Was ist das? Ausgeglichener Fokus. Dann lassen wir das mal. Warum da kein Bild reinkommt, weiß ich nicht. Ich hatte diese Person doch schon zugefügt, oder? Laufen tut das Spiel auch. Ich verstehe es jetzt nicht, warum da keine Person zugeordnet wurde. Physikforschung ist abgelaufen. Achso, das war schon offen. Plasmawerfer, einfache Gefechtsrollen oder verbesserte Forschung, Unterstützung. Was ist das hier? Das ist also für unsere Schiffe. Kreuzer, stark kriegen die alle bessere Computer. Partikel, small, middle and large. Plasmawerfer. Tendenziell will ich das untere jetzt nehmen, ne? Weil dann will man unsere Forschung auch noch steigern. Machen wir auch. Zack. Läuft. Was kommt da rein? Okay. Wer ist das jetzt hier, diese? Ne. Den können wir mal hier zumachen, aber das ist jetzt auch egal, ob der da ist oder nicht. Ja. Hiroshi of Tanta. Wo finde ich die denn? Da. Und wer waren die anderen? Waren das die? Ich glaube ja, ne? Naja, okay. Galaxiekarte schließen. Jetzt ist die Frage nur. Also ja, das kann weg. Wie kommen wir weiter voran, ne? Ups, wird nicht mehr angebaut. Gehen wir wieder auf die Karte. Aber wir können auch diesen Weg mal. Ne, können wir nicht. Das finde ich nie, wo wir dahin müssen. Obwohl waren wir schon auf dem richtigen Weg, ne? Ne, da will ich nicht hin. Ich will ins System rein. Und möchte dann hier gucken. Und da sind schon. Ne, doch nicht. Hä? Wieso ist denn der jetzt da hingegangen, wenn hier unten noch viel besser ist? Ja, das muss einer verstehen, ne? Der wächst noch. Tja.
Verbessern geht nicht. Na, lassen wir erstmal so. Gut, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es dann auch erstmal reichen. In der nächsten, denke ich mal, gucken wir zu. Wir müssen, glaube ich, wieder ein Kolonieschiff dann bauen, weil wir keins haben. Oder gibt es noch eins? Ich glaube nicht, ne? Was ist das? Ne, da müssten wir da. Doch, wir haben eins. Da müssen wir gucken, wo wir weiter kolonisieren können. Irgendwo war ja noch eine Möglichkeit. Und wenn es dann auf diesem zweiten Planeten war, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.